Also, jetzt erstmal wieder der Weg zurück, der dort vorne hinführt. Und hier können wir jetzt vielleicht glücklicherweise mit der Fähigkeit zu fliegen uns hier sehr, sehr viel sparen. Indem wir einfach hier hochdüsen. Oh, ist das angenehm. Haben wir uns einen großen Weg gespart. Real Rap. Wir haben uns so viel Weg gespart. Ich wette, der Hinweg wäre auch so einfach gewesen. Bring ein Paddel zum Versohlen. Okay. Hey. So, da links müssen wir dann gleich einbiegen. Dürfen wir nicht vergessen. Fühlst du den Wald, Yannick? Ich fühle den Wald. Oh ja, ich fühle ihn so sehr. By the way, ich merke immer mehr, warum Popschutz eigentlich wichtig ist. Genau aus dem Grund nämlich. Allerdings habe ich meinen alten Popschutz weggeschmissen, weil der war ein bisschen eklig. Der war schon ein bisschen älter. Und langsam dann schon ein bisschen verranzt. Das war nicht so nice. Einen verranzten Popschutz will man nicht die ganze Zeit im Gesicht haben, direkt vor seinem Mund. Es ist nicht sowas, was man so im Mundbereich haben möchte. Crazy Spy. Ich weiß, dass das wohl mit den Wegpunkten einfacher ist. Du musst es aber nicht nochmal schreiben. Ich brauche die Wegpunkte nicht. Du siehst doch, dass ich vorankomme. Kommen wir hier noch Richtung Kristall? Jawohl, guck mal. So. Nice, Schimmel im Gesicht. Poggers. That's like so nice, man. Calm down. Komm ja schon. Ich komme ja schon, Minion. Wir müssen nämlich tatsächlich da jetzt doch hochfliegen. Ich dachte, dass ich das gar nicht muss, aber... Ja, das wird nicht so funktionieren. Das wird auch so nicht funktionieren. Das wird wiederum nicht so funktionieren. Das ebenfalls nicht. Komm, Freunde, wie oft soll ich es noch ausprobieren? Was meint ihr? Wann wird's doof? Ah! It worked! I'm a genius! Ich wette, das hätte niemals so funktionieren sollen. Alles gut? Okay. Jana möchte schnell machen, Freunde. So, nämlich. Okay, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt genau lang müssen. Da nicht. Eher in die Richtung, also eher Richtung der Baum da. Ist auch gar kein Problem. Und schon sind wir oben. Hier oben ist so ein Roboter gewesen. Okay, crazy. So, und jetzt irgendwie hier rechts hin. Bestimmt soll man nicht von automatisch so weit nach oben kommen, dass man da so reinfliegen kann. Aber ich hab's geschafft und das machen wir jetzt so. Sehr gut. Ui. Brauchen wir auf jeden Fall die neueste Fähigkeit. Hello. My boy. Da oben wollen wir hin, Freunde. Da oben wollen wir hin. Ich weiß nicht, ob ich meinen Hundefreund eigentlich noch mitnehmen sollte oder ob der war, der jetzt gerade da oben ist. Das habe ich jetzt nicht ganz genau verstanden. Wir gehen einfach erstmal weiter und schauen mal.
Okay. Dich müssen wir mal eben wieder kurz gegen eine Wand lenken. Komm mal her. Nee, nicht gegen die Wand lenken. Also irgendwie hat es eben so funktioniert mit gegen die Wand lenken, aber die können einen tatsächlich wirklich in so eine Kugel packen. Das ist natürlich auch nicht das, was wir wollen. Ah, oder? Müssen wir mit seinem Schwänzchen da hinten quasi kommunizieren. Gut, das hat nicht so funktioniert. Wie müssen wir das machen? Weil das Blaue, was wir dafür benötigen, das haben wir noch nicht. Drüben ist halt auch einer von unseren Kumpanen. Nö. Ich muss irgendwie dem Hund da oben sagen, mach mir die Dinger weg, aber der andere darf nicht bemerken, dass ich Geräusche mache. Hallo, Schirrigo. Welcome back. Oh, ich dachte, ich habe die Chance, ganz asozial irgendwie da oben hinzukommen. Hätte ich schamlos ausgenutzt. Was ist denn mit dir? Ja, mach doch das. Wie habe ich das denn eben gemacht? Der hat plötzlich seine Rüstung verloren. Ich weiß aber nicht, wie er das gemacht hatte. Oder wie ich das gemacht hatte. Willst du einen Tipp, Janik? Ja, gerne. Du musst dich verstecken und mit einem Ruf ihn verlocken und dann seinen Schwanz greifen, an dem die leuchtende Kugel ist. Ah, okay. Dann hat das gerade einfach so durch einen Bug oder so, habe ich es instant geschafft, seinen Schwanz zu packen. Okay. Gut. Danke sehr. Warum auch immer das jetzt zum Beispiel nicht funktioniert hat?
Muss ich da noch irgendwie nochmal ein Geräusch machen oder wie packt der dann den Dings? Weil ich würde sagen, ich war gerade genau mittendrauf. Also wirklich, ich bin gerade durch seinen Schwanz durchgesprungen. What did I do wrong? Ja, komm, da hättest du jetzt auch noch reinspringen können. Was ist das? Komm schon. Pack seinen Schwanz. Ja, ich habe keine Möglichkeiten, irgendwas anderes zu tun als rufen und springen. Du musst den A-Knopf drücken, damit du etwas greifen kannst. Ich habe nichts gesagt, weil das kann man tatsächlich. Ich bin ein Idiot. Das wurde in dem Spiel auch schon oft genug gesagt, dass man Sachen mit A greift. Ah! Das ist der Knopf, den ich drücken muss. Danke sehr, Crazy Spy. Ich hätte, glaube ich, noch Jahre gebraucht. Und mich drüber aufgeregt, dass das nicht funktioniert. Ey, du Bischer. Digga. Andere brauchen bei diesem Rätsel 20 Sekunden. Yannick braucht bei diesem Rätsel 3 Streams. Du weißt Bescheid. Yannick ist ein richtiger Dummkopf. Hör mal. Yannick ist so ein Dummkopf. Schapse! Och, da ist er kaputt. Aber krass, dass die Tiere dann hier jetzt auch versklavt werden anscheinend. Weil werden sie ja, so wie es aussieht. Ich meine, wenn die jetzt auch schon solche Roboterkostüme oder sowas gesteckt werden, ist ein bisschen heftig. Oh nein. Okay, das wird hier jetzt auf jeden Fall das Happening sein, dass man die ganze Zeit diesen Dingern irgendwie was aus dem Schwanz ziehen muss. Okay. Okay, okay, okay. Dass man Dingern etwas aus dem Schwanz ziehen muss. Ich sollte manchmal vielleicht drüber nachdenken, was ich so sage. Sehr schön. Ich könnte hier einmal hier gebrauchen. Wohl traurig, nicht? Wenn Tiere versklavt werden, oder? Ja. Ja, komm rüber. Danke. Dieses Eisgebiet gefällt mir, aber das ist ziemlich cool. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, auf jeden Fall nicht dahin, wie ich das jetzt gerade hier gemacht habe. Wahrscheinlich einfach runterrutschen. Ja. Bleibt mir nicht viel anderes übrig. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh Gott, zum Glück. Das hätte sehr schief gehen können. Sehr, sehr gut. Puh. Boy. Mach mal bitte auf.
Jetzt nochmal bitte jaulen. Danke. Oh, hi. Du auch wieder hier. Ach, komm schon. Och, komm. Och. Steuerung. Sei nicht so ein Pain in the ass. Boah. Was war das für eine Kameraführung, Alter? What the actual fuck? Alter, ey. Digga. Geh jetzt in diese verfickte Blume. Geht doch. Fuck, Mann. Was sollte das denn? Das war unnötig. Schöre. Oh boy. Da ist der große Wolf eingefangen. Den gilt es zu befreien. Hinter dieser riesigen Wand, die wir vorher zerstören müssen. Junge, Junge. Okay. Weiß noch nicht genau, wie wir die kaputt kriegen. Nummer 1. Gehen die vielleicht hier mit kaputt? I knew it. Weil deswegen machen die da unten gerade auch die ganze Zeit neue. Die sammeln die ganze Zeit welche ein, um neue zu erschaffen. Damit ich dauerhaft eine Quelle habe, um an diese Dinger ranzukommen. Ich glaube, insgesamt müssen wir 3 kaputt machen. Das Gute ist, dass wir jetzt gerade auf einer erhöhten Fläche sind. Von da aus kann man manchmal direkt auf deren Punkt zufliegen. Was es immens einfacher macht. So zum Beispiel. Viel einfacher. Viel einfacher, als man sich das je irgendwie erträumen könnte. So. Der da vorne noch und einer in der Mitte. Dann haben wir sie, glaube ich. Direkt von oben drauf gesprungen. ML. Gee, und ich bin so gefallen, dass er sofort kaputt gegangen ist. Wollte schon dir einen Tipp geben. Nee, 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 immer nur, wenn ich frage, Mann. Immer nur, wenn ich frage. Ja, da ganz hinten ist noch einer, aber da brauche ich gar nicht erst hinlaufen, weil dann werden die mich sofort in so einen Käfig stecken. Speedrunner Yannick ist am Stissel. Ja, das war echt mega nice, aber... Leider hat es da nicht ganz geklappt. Der kommt allerdings jetzt gerade auch wieder hier zu dieser... zu diesem Ort. Jawoll! Schnell nach oben, ohne gesehen zu werden. Sehr gut. Direkt bei dem Ding. So. Einen haben wir noch in der Mitte. Einen brauchen wir noch. Das schaffen wir, Freunde. Das schaffen wir. Muss jetzt aber wirklich gut aufpassen, dass wir jetzt nicht noch hier ganz am Ende erwischt werden. Das wäre sehr, sehr wack. So. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir den am besten in der Mitte treffen. Weil da werden wir ja trotzdem irgendwie ein bisschen näher rankommen müssen. Und hier unten laufen ja die ganze Zeit die Leute rum.
komm schon. Das ist jetzt nicht dein Ernst! Komm schon! Wenn ich jetzt alle vier nochmal neu machen muss, bin ich mega pisst. Ich war im Gebüsch, Mann. Ich war im fucking Gebüsch. Ich muss alle vier nochmal neu machen, oder? Ich muss Okay. Ich hab nichts gesagt. Das Spiel weiß, dass es nichts bringt, Yannick zum Ragen zu bringen. Das Spiel ist gut. Das Spiel ist sehr gut. Alles gut. Niemals im Leben wäre ich da runtergefallen, aber um es spannend zu machen, bin ich da gerade runtergefallen. So, thanks for that. Ja, genau. Es ist nie was passiert, aber jetzt beim letzten, ne? Komm schon. Jetzt mach keinen Scheiß, Alter. Come on. Ich glaube, ich krieg das noch hin, dass das Salz-Emote mein meistgeusedes Emote wird. Ich schaff das. Okay, du hoppelst quasi da hinten hin. Das ist eigentlich ziemlich nice für uns. Ja. Jetzt bewegst du dich einfach nur noch super weird. Ja. Shit, ihr bewegt euch jetzt natürlich sehr, sehr nah. An den ganzen Leuten hier. Ich weiß, dass die auch herbeirufen könnte. Aber am liebsten würde ich das halt nicht tun. Okay, du bist gerade mit einem Eisen beschäftigt. Zack! Komme, was wolle, es ist kaputt. Da hinten löst es sich auf. Jawoll. That's how I wanna see it. Aber müssen wir jetzt nicht trotzdem jetzt noch einen letzten nach da oben irgendwie bringen? Oder? Ne, es geht jetzt glaube ich nur darum, da hinzukommen. Schaffen wir ja. Ach, ihr haut eh ab. Alright, bye bye. Das können wir jetzt mit der Bombe hier zerstören. Sehr schön. Hat ja doch auch ganz gut geklappt. Hi Marfan, schön, dass du hier bist. Ey, großer. Zeigst mir jetzt hier deine große Höhle. Damn. Schickes Anwesen. Och, hier sind auch schon wieder kleine. Och Gott, seid ihr süß. Oh Junge. Warum gibt's von allem hier eine kleine Version? Es ist so niedlich. Ohne Scheiß. Jede kleine Version ist einfach so abnormal niedlich. Wo muss ich hin? Das war auf jeden Fall falsch. Jetzt sind wir einmal im Kreis gegangen. Wo schickt der mich hin? Nirgends? Oder geht's gerade darum, dass ich die ganzen Kleinen ranhole? Das könnte noch sein. Ja. Och Gott, seid ihr süß. Gott, du Cutie. Kannst du mir hier unten direkt schon den Weg aufmachen? Kommt der hier hin?
Ich kann mir halt vorstellen, dass ich alle brauche. Weil jedes der Dinger führt mich halt zu einem von euch. Sinn machen wird's schon. Wahrscheinlich hatte ich recht, ne? Ach, ich muss die alle hier nach Hause bringen. Upsala. Was? Komplett runtergefallen. Der wartet doch auf seine ganzen Kleinen. Oh Gott. Willst du wieder einen Tipp? Alter! Leute! Nächstes Tattoo wird keine Tipps auf meiner Stirn. Crazy Spy, hast du auch immer neben dir jemanden sitzen und sobald du innerhalb von 30 Sekunden in einem Game nicht von alleine weiterkommst, sagt er sofort, willst du einen Tipp? Kannst du dir vorstellen, dass das sehr nervt? Alter Vater. Eieiei. Nimmst du nicht böse, aber manchmal ist das sehr anstrengend. Ich hab ich denn jetzt noch vergessen? Dich da. Mein Kleiner. Oder? Ja, dich habe ich noch nicht. Dann habe ich alle vier. Hallo. So. Und ihr, Süßen, kommt jetzt alle hier in eure Betten. Also, rüberkommen. Muss ich euch da oben echt den Weg zeigen? Komm. Du bist der Einzige, der noch fehlt, Dickerchen. Was machst du da drüben? Kannst du nicht einfach da runterspringen? Komm. Komm rüber. Komm. Hui. Wo gehen wir jetzt weiter? Jetzt geht's hier rüber. So, sehr schön. M zu dem Alu. Wie lange hast du sie schon? Ich mag deine Brille. Boah, mittlerweile schon sehr, sehr lange. Tatsächlich. Komm schon. Hui. Mittlerweile bestimmt jetzt schon 2 Jahre. Anderthalb, 2 Jahre. Stimmt. So, Big Bad Wolf. Muss ich jetzt echt noch erst was zu dir sagen oder hilfst du mir direkt? Er ist jetzt auf jeden Fall sehr glücklich. Ah, okay. Oh Gott. Oh Gott. Da lernen wir auch schon das Schneezeichen, Freunde. Da ist die Familie wieder zusammen.